Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute habe ich ein Drogerie Rossmann Haul für euch. Und zwar war ich bei Rossmann, ich habe mir eine Liste gemacht, was ich brauche, und habe gedacht, dann mache ich einfach ein Haul draus, weil da sind ein paar coole Sachen bei. Und zwar habe ich mir neue Haarfarbe gekauft, und zwar von Live Color XXL HD Intensiv Color. Das ist auch die Farbe, die ich hier immer benutze, das Lila. Und ich sage euch noch nicht, welche Farbe das ist. Lasst euch einfach überraschen, in den nächsten Videos sehen. Und deswegen seid gespannt. Dann habe ich neue Wimpern gekauft. Und zwar, ich weiß nicht, ob man die so gut erkennt. Einmal hier. Das sind so was feinere und kürzere. Und einmal so ganz dicke, intensive Wimpern. Sowas, wie ich jetzt auch drauf habe, die halt so einen dicken Schwung geben. Die sind zwar nicht von Rossmann, die sind von Volvo, weil ich war in dem Gebäude, wo auch Volvo ist. Weil bei Rossmann hatten die keine schön, aber ich habe gedacht, packe ich einfach mit rein, kosten 1 Euro pro Stück. Und ich finde die einfach total in Ordnung, so für zwischendurch, das ist total cool. Und erfüllen genau den Zweck wie 10 Euro Dinger, also spart ihr Geld und ist super. Dann habe ich mein Lieblingsshampoo, ist von Schwarzkopf, und zwar die Schaumer-Reihe. Ich mag die total, die machen meine Haare immer total weich und so. Sonst habe ich immer Color Intensiv für die Farbauffrischung und damit die Haare ein bisschen gepflegt werden. Jetzt habe ich Hair Love Shampoo geholt, und zwar ist das für trockenes, nach Liebe durstendes Haar. Das finde ich total süß. Und das ist ein verwöhnendes Repair-Shampoo für prachtvollen Glanz, bezaubernde Geschmeidigkeit und unwiderstehlichen Duft mit wertvollen Rosenölen. Das klingt total cool, deswegen habe ich gedacht, kaufe ich das mal und teste das mal, weil ich von der Schaumereihe total überzeugt bin. Da kann man sich drum streiten, was da drin ist und was nicht, aber ich finde die einfach super und das hilft meinen Haaren immer ungemein. Und ich benutze auch dazu immer eine Spülung, auch von Schaumer, und das ist total cool. So, dann habe ich mir mal ein neues Face Powder geholt. Wie ihr sehen könnt, das ist von Reval de Loup Young, und das ist die 01 Porzellan, und das ist einfach das, womit ich immer mein Finish setze und das, was über jedes Make-up rüberkommt, weil das einfach einen schönen Turn gibt und die Haut nicht so dunkel macht, sondern ein bisschen was heller, damit man wegen Porzellan halt, damit man halt nicht so einen Kontrast zur eigenen Haut hat. So, dann habe ich mir ein neues Deo geholt. Ich bin ein Fan von Right Guard, weil das sind immer Antitranspirante und die sind immer super, man fühlt sich immer frisch, man ist nie irgendwie so, und das ist Head Control, wirksam bis 50 Grad, und ja, ich bin jetzt selten in 50 Grad Räumen, aber das hilft wirklich und man fühlt sich den ganzen Tag frisch. So, dann habe ich, da ich ja ein Fan von aufgeklebten Wimpern bin, mir einen neuen Wimpernkleber von Fingers geholt. Kostet 2,95 €, und den habe ich noch nicht getestet. Den teste ich jetzt zum ersten Mal und ich hoffe, dass der genauso hält wie den Wimpernkleber, den ich jetzt habe. Aber ich denke mal schon, ich habe gegoogelt vorher, der hatte super Rezessionen und deswegen sollte das schon hinhauen. Dann habe ich, weil ich im Moment irgendwie, keine Ahnung, Hormonüberschuss habe, meine Haut ist total pickelig und unrein, jetzt habe ich mir von Garnier Skin Naturals eine hautklar Anti-Pickel-Thermomaske geholt. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Ich teste das mal, das soll angeblich gut sein. Und zwar hier, Kontakt mit der Haut einen speziellen Wärmeeffekt und befreit die Haut von Unreinheiten. Mit Sofort-Effekt. Kostet 60 Cent, so ein doppeltes Ding. Ich habe mir zwei eigentlich geholt. Egal. Kann sein, dass es nur meine Handtasche ist. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das wird. Ist für zwei Anwendungen jeweils. Und ich hoffe, das klappt. So, dann habe ich mir natürlich noch für den öfteren Gebrauch, weil diese Hautmasken kann man jetzt jeden Tag benutzen, habe ich mir von Reval de Loup ein Clean and Care tiefenreiniges Peeling geholt. Und zwar ist das für jeden Hauttyp mit Panthenol und Aprikosenextrakt und soll die Haut reinigen und auch vor Pickel und alles Mögliche schützen. Und deswegen hoffe ich, dass das klappt, weil mir geht das so auf den Sack. Das ist so wie ekelhaft. Man kann nicht ungeschminkt vor die Tür gehen. Richtig grauenhaft.
So, da ja Make-up und Schminken und hier dieses ganze Care-Zeug die Haut natürlich super austrocknet und ich mich auch rasieren muss, was meine Haut auch immer sehr beansprucht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, eben ein bisschen geschnitten, aber das ist bei meiner Haut normal, das ist eigentlich Standard, egal welchen Rasierer ich benutze, dass ich immer danach blute ein bisschen, weil keine Ahnung, ich habe so empfindliche Haut. Habe ich jetzt mal getestet, teste ich jetzt mal eine Tagescreme von Rival de Loup, ist Hydro und eine Hydro-Tagescreme Feuchtigkeit für feuchtigkeitsarme Haut plus Hyaluronsäure. Also ich hoffe mal, dass das wirkt. Hier steht, hat einen Sechsfach-Effekt, die speziell auf die Bedürfnisse sensibler und feuchtigkeitsarme Haut ausgerichtet ist. Wenn das klappt, ist das super, weil ich habe immer, wenn ich abschminke, meine Haut die spannt. Die fühlt sich so an, als hätte man mir die Haut nach hinten gezogen. Das habe ich jetzt auch hier vom Rasieren. Und deswegen hoffe ich mal, dass das hilft und meine Haut ein bisschen entspannter wird. Ich habe das Hydro noch nie getestet, aber vielleicht klappt es ja und ich bin sehr gespannt und offen dafür. War mit 3 Euro auch nicht teuer und deswegen, wenn es nicht klappt, waren es 3 Euro halt im Sand gesetzt. Es gibt Schlimmeres. Und einen neuen Augenbrauenstift. Und zwar ist der auch von Rival de Loup, ist ein Eyebrow Pencil in der Farbe Medium Brown, weil ich ja jetzt dunklere Haare habe. Und deswegen habe ich mir jetzt wieder einen Medium-Braun geholt, weil dieses Pale Blonde passt natürlich nicht, da ist der Kontrast zu stark. Und da ist das cool. Ich mag diese Pencil hier, die sind super, die kann man immer anspitzen. Super. Ich mag die Bürsten, die da drauf sind. Damit kann man dann so schön drüber gehen und dann ist das alles schön gleichmäßig verteilt. Ich bin totaler Fan davon. Ich würde gerne meinen Augenbrauen-Tattoo-Stift ausprobieren. Also, dann sehen die, dann ist das sehr intensiv und alles und ist dann auch wasserfest und alles mögliche und geht dann wirklich nur mit speziellem Zeug wieder ab und das würde ich auch mal gerne testen, aber gibt es natürlich nicht so im Handel zu kaufen. Ja Freunde, das war mein kurzer Rossmann-Haul. Ich habe euch gezeigt, was ich gekauft habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr kennt solche Produkte, wenn ihr Erfahrung mit zum Beispiel jetzt hier Garnier Hautklar Produkten oder so gemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde das sehr interessieren, wie ihr mit diesen Produkten umgeht oder was eure Lieblingsprodukte von Rossmann sind. Das würde mich auch interessieren, weil Rossmann hat eine große Palette. Ich bin ein Fan von Rossmann, sogar noch mehr wie von DM, weil ich mag zum Beispiel hier die Rival de Loup Sachen. Mein halbes Make-up besteht aus Rival de Loup Young Produkten, weil die extra für junge Haut sind und auch generell die Rival de Loup Produkte sind super. Ich weiß, da schreien sich auch die Geister, aber ich mag die Produkte, die sind preislich total in Ordnung und ich finde die sehr wirksam und sehr toll. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal natürlich, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, wenn ihr nicht mehr Videos von mir sehen wollt, dann nicht. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und ich habe noch was fast vergessen. Hier, das habe ich gesehen, das ist nicht von Rossmann, aber das war bei Edeka und zwar Schokolade mit Sturmtrupp drauf, so ergibt das ein Puzzle, da, oder, ja, Moment, mit Daddy Vader und ich konnte nicht dran vorbeigehen, ich liebe Star Wars und das müsste einfach gekauft werden. So, jetzt wirklich das Video zu Ende, ich hoffe euch hat es gefallen, macht's gut meine Süßen.